Ich bin der Scholt. Ich bin der Georg. Und wir sprechen heute über Elex, das neue Rollenspiel von Piranha Bytes. Georg, du hast Elex gespielt. Was ist denn Elex überhaupt? Also Elex ist ein Action-Rollenspiel. Im Endeffekt spielt man eine Geschichte nach eines Helden in einer offenen Welt. Man kann der Hauptquest folgen, man kann die Welt erkunden, man kann sich Fraktionen anschließen und man kommt halt dann dieser ganzen Geschichte auf den Grund mit der Zeit. Es gibt wie immer eine große Verschwörung. Kannst du ein bisschen darauf eingehen, ohne was zu spoilern? Es ist ein bisschen schwer darauf einzugehen, ohne was zu spoilern. Okay. Ich lasse es lieber, weil sonst hagelt es Beschwerden. Man hat schon im Vorfeld gesagt, es ist eine Art Gothic im Sci-Fi-Setting oder postapokalyptischen Setting, besser gesagt. Ja, bei Piranha Bytes hat man dafür den Begriff Science-Fantasy herangezogen. Ich weiß nicht, ob der etabliert ist, ob es den schon vorher gab, aber ich finde ihn sogar recht treffend. Also es irgendwo meandert das herum zwischen Mittelalter, Fantasy, Steampunk und Postapokalypse in einem modernen Setting. Für Fans, die Gothic gespielt haben und die sehnsüchtig auf ein neues Gothic gewartet haben, wie ist es im Vergleich zu dieser Kultserie? Wer Gothic mag und wer auch Risen mochte, also diese Nachfolgeserie von Piranha Bytes zu Gothic, auch wenn es kein offizieller Nachfolger war, der wird wahrscheinlich auch Elex mögen. Man merkt halt eindeutig, es ist ein Piranha-Bytes-Rollenspiel und Piranha-Bytes-Rollenspiele sind sich sehr, sehr ähnlich. Kannst du ein bisschen darauf eingehen? Wir sehen jetzt da ein paar Spielszenen, die du aufgenommen hast. Für mich sieht das jetzt einfach aus nach einem typischen Rollenspiel, wo man in der freien Welt herumlaufende Bestien besiegt, upgradet. Was ist denn das Alleinstellungsmerkmal vielleicht für Leute, die Piranha-Bytes-Spiele nicht so kennen? Also Piranha-Bytes-Rollenspiele haben einen sehr typischen Aufbau. Der Held startet, gut, ich meine, wie jetzt in vielen anderen Rollenspielen mit ziemlich wenig und muss sich halt in einer dieser offenen Welt bewähren. In dem Fall ist dieser Held ein gefallener General der Alps. Die Alps sind eigentlich die böse Fraktion in diesem Spiel. Insgesamt gibt es ja vier und den anderen dreien kann man sich anschließen, also nur einer davon. Und man startet halt quasi mit nichts in diese Welt und muss sich halt dann bei der gewünschten Fraktion den gewünschten Rang arbeiten, um halt denen beitreten zu können. Und was halt Piranha Bytes Rollenspiele da auszeichnet, ist, dass sie sich dieses Hardcore-Prinzip zu Herzen nehmen. Das heißt, es gibt zum Beispiel keine Gegner, die mitleveln, sondern die Gegner sind so stark, wie sie halt stark sind. Was dazu führt, wenn man als Anfänger durch diese Welt rennt und man geht jetzt zu weit weg von, sag ich mal, den ausgetretenen Pfaden, dann kann es sehr schnell dazu führen, dass man das Zeitliche segnet, weil halt dann irgendwo im Dickicht Monster rumlaufen, die sehr übermächtig sind. Und da braucht man halt sehr viel Glück und Geschick, um die vielleicht noch zu bezwingen, weil ansonsten ist man einfach nach einem Treffer tot. Das ist ganz, ganz typisch für Piranha als Rollenspieler, dass sie eben dieses Prinzip implementieren. Was auch sehr typisch ist, dass es alles sehr, sehr raubeinig gehalten ist, dass es jetzt nicht so ganz tiefe Fantasy und Erzählung ist, sondern dass das alles so immer ein bisschen flapsig und auch humorvoll gemacht ist. Wir sehen ja schon, vorher war so ein Waldlevel, jetzt sind wir in einer urbanen Gegend angekommen oder zerstörten urbanen Gegend. Was kann man sich denn erwarten von den Umgebungen? Worin verschlägt es einen? Also das Ganze spielt auf dem Planeten Magalan, der laut der Erzählung ursprünglich mal eine technologisch weit entwickelte prosperierende Zivilisation beheimatet hat, bis ein Komet eingeschlagen ist, der alles in Schutt und Asche gelegt hat. Dieser Komet hat aber auch ein Material mitgebracht, das sogenannte Elexit. Und die mittlerweile rivalisierenden Fraktionen der Menschheit haben für sich unterschiedliche Verwertungsmöglichkeiten dafür entdeckt. Die einen, die Berserker, die lehnen Technologie prinzipiell ab, aber erzeugen Mana aus diesem Elixit, das sie für so eine Art magische Fähigkeiten eben verwenden können. Dann gibt es eine Sektengruppe, die Kleriker, die huldigen dem Gott Kalan. Die setzen sehr darauf, dass man quasi die Technologie aus der alten Zeit wieder hervorholt und erneuert. Das sind quasi die Tech-Fraktion, wenn man so will. Und welcher Fraktion gehört man selbst an oder kann man sich das aussuchen? Man gehört zu Beginn überhaupt keiner Fraktion an. Man kann sich das dann eben aussuchen. Es gibt dann eben auch noch die Outlaws, die leben in der Wüste und die sind mehr so anarchisch unterwegs. Erinnern ein wenig an Mad Max vom Flair her. Und der Spieler, der startet halt und der kann für jede Fraktion Basisaufträge quasi erfüllen. Mhm. Irgendwann einmal kommt er allerdings an den Punkt, dass er sich
fast einer Fraktion anschließen muss, zumindest dann, wenn er Zugang zu deren höheren Technologien und Rüstungen und Waffen und so haben möchte. Und dementsprechend entwickelt sich dann die Handlung auch fort. Was ist dir denn besonders positiv aufgefallen, was besonders negativ aufgefallen? Ja, besonders positiv, wenn man die Stärken der Gothic-Serie oder der Reason-Reihe schon geschätzt hat, dann wird man auch Elex mögen, weil es einfach diese Stärken auch konserviert und auch manchmal schön erweitert. Also mein Lieblingszusatz zu diesem Rezept ist ja das Jetpack. Man ist erstmals nicht mehr ständig absturzgefährdet an irgendwelchen Kanten, sondern hat ein Jetpack, mit dem man kleinere Höhen überwinden kann oder kleinere Schluchten überfliegen kann. Das hat den Entwicklern auch ermöglicht, die Karte ein bisschen vertikaler zu gestalten. Das heißt, es ist jetzt deutlich bergiger, es gibt nach oben hin viel mehr zu erforschen, es gibt tiefe Schluchten. Es ist auch wichtig, weil das Spiel übernimmt nicht nur klassische Stärken von Gothic oder Risen, sondern auch die fast schon traditionellen Schwächen. Eine davon ist, dass die Steuerung immer etwas hakelig ist, was dazu führt, dass es schon einmal passieren kann, dass man unabsichtlich irgendwie über eine Kante fliegt. Und wenn man dann kein Jetpack hat und es gibt Fallschaden, dann ist es halt vorbei und das merzt in dem Fall dieses Jetpack auch ein wenig aus. Die Animationen, wie man gerade sieht, sind ja auch nicht gerade die besten, oder? Nein, Piranha Bytes hat an seiner alten Engine festgehalten. Also willentlich, ich habe ja mit dem Publisher gesprochen beim Hands-On im Sommer und da hat es geheißen, sie halten absichtlich dran fest und steigen nicht auf irgendeine andere Engine um, weil sie die halt gewohnt sind und weil diese Engine anscheinend irgendwie besonders gut geeignet ist für diese Spiele und irgendwelche Dinge kann, die anderen nicht können, etc. pp. Allerdings merkt man einfach der Technik an, dass sie in die Jahre gekommen ist. Also grafisch ist dieses Spiel irgendwo auf dem Niveau, würde ich sagen, zwischen The Witcher 2 und 3. Also dann doch schon ein paar Jahre im Rückstand. Man merkt es daran, die Modelle sind teilweise recht grob. Die Animationen sind öfters abgehackt, besonders die Übergänge. Einige Effekte sind auch nicht unbedingt State of the Art, so 2D-Spritzer beim Schwimmen zum Beispiel. Es wird aber ausgeglichen dadurch, dass die Welt sehr liebevoll gestaltet ist. Also sie ist zum größten Teil wirklich manuell erstellt. Da wurde jetzt wenig generiert und man hat eben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es sehr viele einzigartige Orte gibt. Also insbesondere, wie man auch jetzt gerade sieht, beim Hauptquartier von den Outlaws, dass eben diese Standorte der Fraktionen, deren wichtigste Standorte wirklich ein sehr, sehr eigenes Flair haben. Haben diese verschiedenen Fraktionen mehrere Standorte oder haben die sozusagen einen großen Standort? Sie haben alle einen großen, aber sie pflegen auch so etwas wie Außenposten oder halt, wo dann eben einzelne Charaktere herumlaufen, die vielleicht wichtig sind. Auch die sind teilweise individuell gehalten. Aber nachdem die sich nicht immer unbedingt in dem gleichen Gebiet befinden, nicht unbedingt immer auch so genau in dem Stil wie das Hauptquartier. Würdest du Elex auch Leuten empfehlen, die nicht Fans der vorangegangenen Piranha-Beispiele sind? Also Leute, die jetzt Gothic oder so nicht mochten, die werden wahrscheinlich auch an Elex keine Freude haben. Leute, die wirklich explizit auf ein, ich sag mal, Gothic 7.0 gewartet haben, die werden sich hier sehr wohlfühlen. Und was ist mit Leuten, die zum Beispiel The Witcher gespielt haben? Die sollten es ausprobieren, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Dann kommen wir zu deinem Fazit. Du hast es ja lange getestet. Was sagst du jetzt zu Elex? Ja, also wie jetzt schon erwähnt, es ist im Grunde Gothic 7.0 mit Jetpacks und ein bisschen Fallout-Atmosphäre. Und das klingt nicht so schlecht eigentlich. Ja, also wenn man das mag und wenn man dem Spiel seine Fehlerchen verzeihen kann und wenn vor allem ein Patch geliefert wird, der die noch vorhandenen groben KI-Schwächen ausmerzt, dann bin ich voll zufrieden damit. Gut, da sind wir ja voll bei Gothic angelangt, wenn man auf einen Patch warten muss. Ah ja, auf jeden Fall. Gut, vielen Dank für deine Zeit. Danke schon, gerne.